Lieber das Haus, lieber das Haus. Hallo, hier bin ich wieder, heute mal in einem ungewohnt grünen Umfeld. Und da machen wir auch gleich weiter mit dem 10. Abschnitt von unserer Geschichte. Gremlitz, Spätsommer 2012. Ich schaffe das, ich bin cool, ich kann das. Tamara hasst es, mit fremden Leuten zu telefonieren. Aber noch mehr hasst sie es, bei Fremden vor der Tür zu stehen und nicht zu wissen, was sie in den nächsten Minuten erwartet. Schwere Fußtritte nähern sich der Tür von innen, dann schwingt sie auf und Tamara starrt auf eine gut bemuskelte, breite Brust. Eine nackte Brust. Ihr Blick senkt sich und ihr Atem stockt. Die Jeans hängen tief und lassen eine dünne Linie Haar sehen, die vom Nabel aus unter den Bund verschwindet. Sein Körper ist perfekt geformt. Perfekt. Absolut griffig. Nicht die Art von Körper, die man bei einem 17-Jährigen erwartet. Denn das war das Alter, auf den sie den Jungen, der vor ihr steht, schätzt. Endlich hebt sie den Blick und bemerkt üppige Wimpern, die ihre Schatten auf seine hohen Wangenknochen werfen und die Farben seiner Augen verbergen, als er sie von oben herab betrachtet. Sie will wissen, welche Farben seine Augen haben. Kann ich dir helfen? Volle Lippen kräuseln sich unwillig. Seine Stimme ist tief und fest. Eine Stimme, die davon ausgeht, dass ihr Menschen zuhören und gehorchen. Seine Wimpern heben sich und lassen Augen sehen, die so blau sind, dass sie nicht echt sein können. Hallo, sagt er und stützt einen Arm an den Türstock. Kannst du sprechen? Sie holt tief Atem und tritt einen Schritt zurück. Sie spürt, wie die Röte in ihre Wangen schießt. Sie findet ihre Stimme wieder. Entschuldigung, ich frage mich, also ich bin hier richtig bei Schneider, oder? Also ich und deine Mutter und... Ja, er lächelt amüsiert. Ihre Verlegenheit weicht einem beginnenden Gefühl von Ärger. Also deine Mutter, wenn ihr die Schneider seid, sie hat eine Tasche vergessen, bei meiner Mutter, und ich soll sie abgeben. Er lehnt seine Hüfte an den Türstock, kreuzt die Arme über der Brust, Belustigung spielte sich in seinem Blick mit. Sie holt tief Atem. Wenn dieser Typ sie so arrogant auflaufen lässt, ihre Stimme nimmt den Ton an, den ihre Mutter hatte, wenn sie als Kind mit scharfen Sachen gespielt hat. Also, es gibt da eine Tasche, die deine Mutter bei uns am Hof vergessen hat. Die soll ich zurückgeben. Mandy Schneider, ist das deine Mutter? Seine beiden Augenbrauen heben sich bis zum Haaransatz, als ob er sich fragt, wie sie so doof sein könnte, und nun sah sie das Vergnügen in seinen Augen. Er macht sich über sie lustig. Für einen Moment kann sie ihn einfach nur anstarren. Er ist wahrscheinlich der heißeste Junge, den sie jemals gesehen hat, aber er war ein völliger Idiot. Also, ich wollte nur die Tasche zurückgeben, aber offensichtlich ist das nicht der richtige Moment. Seine Lippen kräuseln sich. Jeder Moment ist ein schlechter Moment, wenn du an der Tür klopfst, Kleine. Kleine? Die dunkle Augenbraue hebt sich wieder. Sie fängt an, diese Braue zu hassen. Ich bin nicht klein, ich bin fast 16. Tatsache, du siehst aus wie 12. Na, meinetwegen 13. Aber meine Schwester hat eine Puppe, die sieht aus wie du. Alles Riesenaugen und hohlbirnig. Ich erinnerte ihn an eine Puppe, eine hohlbirnige Puppe. Heiße Wut in ihr steigt in ihr auf. Wow, tut mir leid, dass ich dich belästigt habe. Ich werde nicht nochmal kommen. Gib das deiner Mutter. Sie stellt eine Stofftasche auf die oberste Stiege und wendet sich zum Gehen, bevor sie dem Wunsch nachgibt, ihm eine zu kleben. Hey, sie bleibt stehen, aber widersteht dem Bedürfnis, sich umzureden. Was? Mandy Schneider ist meine Mutter. Na, dann ist ja gut. Trottel, murmelt sie und will weitergehen. Das ist nicht wirklich die feine Art, Kleine. Tamara dreht sich wütend um. Hör auf, mich so zu nennen. Besser als jemand Trottel zu nennen, oder? Das war jedenfalls ein anregender Besuch. Hoffe, du kommst mal wieder. Okay, das war's. Stimmt, du hast recht. Das war nicht in Ordnung, dich Trottel zu nennen, weil das einfach viel zu nett für dich ist. Du bist ein echtes Arschloch. Ha, Arschloch, wie reizend. Wütend wendet sie sich ab und läuft den Weg hinunter. Sein Lachen folgt ihr bis auf die Straße. So, das war's auch schon für heute. Ihr seht, jetzt wird die Rolle der Tamara langsam ausgebaut. Sie lernt einen absolut netten, hinreißenden, tollen Kerl kennen. Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ich auch so ein bisschen jetzt mal die jüngeren Zuhörer ansprechen konnte. Genau, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sommer und bis zum nächsten Mal. Tschüss!